Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt. Zusammen mit dem Chris, mit mir, dem LS-Profi und dem Matthias. Moin. Moin. Wunderbar. Hey, hast du den Zeta schon zurückgegeben? Schade. Wir haben kein Geld, weißt du, wir können es nicht. Wir haben kein Geld, stimmt. Fast ja, wir haben nur eine Mille, Alter. Das reicht nicht. Nee. Ich glaube, wir kaufen den Rüdenrober. Den Rüben-Rober. Den Robber wollte ich sagen, oder was? Den Robber. Den Bobber. Die Hund haben 1,738 Millionen auf dem Konto, ich glaube. Du hast die 70 Euro vergessen. Wir haben in Bitcoins investiert. Du. Ja, wir haben unser Hof in Geld umgewandelt. Wir haben Hof verkauft. Wir haben was erwirtschaftet. Wir haben den Hof verkauft. Ja. Gelder verkauft. Nee, haben wir nicht. Wie viel Wiesen schon? Bitcoins. Wir leben nur noch auf der Wiese, nicht mehr auf dem Hof. Bitcoins. In Bitcoins investiert. Und statt seine Nacktbilder verkauft. Wir haben Chrissy Gaming seine Pickelbilder verkauft. Das hat Millionen gebracht. Mann, die Motorleistung reicht nicht mal für das kleinste Güllefass aus, Mann. Ihr seid doch alle solche Snapchat-Experten, oder? Snapchat. Nee. Ja, wieso? Könnt ihr mir mal erklären, was dieses RS zu bedeuten hat? Round Snap. So. Okay. Die Flammen. Achso. Schickt man halt, damit man die Flammen abnimmt, ne? Damit die Flammen... bleiben die auch nicht so da? Nein. Nee, du musst jeden Tag einen Snap schicken. Was, wenn du nicht jeden Tag Snap schickst? Dann kriegst du keine Flammen. So wie du mit mir, Alter. Warst du, er snappt und los einfach auf 3 Stunden umgeöffnet. Aufgeöffnet, ja, aber da muss ich schnell einen Snap schicken, sonst sind meine Flammen weg. Ja, aber warte. Achso. Ich war mal gut gefahren. Ja. Was denn? Jetzt sag einmal, der Setup, warten. Du Knecht. Ich hoffe, wir spielen morgen Fußball. Ja, wen spielst du im Fußball? Mit Lisa oder was? Wer ist Lisa? Schon wieder eine neue oder was? Natürlich. Machst du eine Frage, wie lange tust du eigentlich, Günni? Das ist eine gute Frage. Er will auch noch was essen, also das kann dauern bei dem. Alles klar. Chrissy! Was denn? Flügen! Zeit. Bin gerade beschäftigt. Bist du Gaming? Schau mal auf Snapchat. Bist du ein Lustiger? Bist du ein Lustiger? Ja, ich weiß schon. Justin Pulverich. Hauptsache ist extra aufgestanden. Ja, wichtig. Ja, meine Flammen müssen ja da bleiben. Was ist denn los? Ich hab morgen. Das komischerweise. Wie lange nutze ich jetzt Snapchat? Seit fast einer Woche circa. Warte, ich kann's dir sagen. Ja, seit 14. März. Wir haben jetzt den 22. Ah ja, stimmt. Seit dem 14. und seit dem 24. nutze ich ja 10 Tage. Ja, 10 Tage, Alter. Seit 10 Tagen. Und wir haben schon 210 Leute irgendwelche Snaps zugesendet. Sympathisch. Muss man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Geil. Weißt du, immer auf alle Snaps von einem grissigen Geil. 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 Ist so ein kleiner Spanner, geil. Geil. Ja, ist ja ein Fan, was willst du? Ja, stimmt. Was soll da weggehen? Na, aber wenn ich meinen Führerschein fertig hab, dann komm ich zu euch einmal marschieren. Ja, Matthias, wolltest du hier oben den Rest auch noch fertig schwaden? Wo? Ich marschiere zu euch. Was ich noch zu Ende gewendet hab.
Oh, scheiße, jetzt hab ich einen Schwaller zurückgegeben. Ja, aber mich erstmal anmachen, ne? Oh Mann, das ist so dickes Karma, Junge. Ich mach dich nicht an, ich bin nicht schwul. Ja, doch, anscheinend schon. Oh, scheiße, das ist halt echt so, Alter. Oh, oh mein Gott, das ist richtiges Karma, Alter. Ja, alles wegen dir, weil du es nicht gewendet hast. Yeah, wahrscheinlich. Einfach kurz Kettensäge geworden. Was bin ich geworden? Kettensäge. Einfach neue Stiel. Das gibt aber kein Meme, noch. Doch. Hab ich schon gemacht. Okay. Lordequad hoch. Junge, das ist mein Account, du kleiner Spacken. Was? Nix. Die Fresse, Junge. Können den scheiß Account doch einfach weg. Meld mal, du mein Junge, allein dieses Profilbild schon, Alter. Was? Was für ein Profilbildschirm? Ja, das normale Standardbild von dem Instagram-Account. Achso. Ja, und über, weißt du, die Orte anzeigen sind die besten. Ja. So muss das. Aber einmal kurz Werbung dafür gemacht, schon besser geworden. Neu? Nur du musst auch mal mehr da drauf machen. Keine Zeit. Die Ausrede gibt's nicht mehr. Ab jetzt wird 24/7 gearbeitet. Ansonsten gibt's hier gerade. Was? Ja, alles gut. Ja, war schon. Christi, immer mal pflügen. Rüdiger, loslegen jetzt. Muss Gülle scheißen. Wer muss Gülle scheißen? Nein, Gülle juggeln. Ey, die scheißen da unten. Gülle hast du auch schon gehört. Moin. Matthias, können wir auch Gülle scheißen? Junge, wir haben keine Gülle. Wir haben nur Gärreste. Ach so, wir können nur Gärreste scheißen. Scheiße. Man kann doch keinen Helfer einstellen, wieso denn nicht? Weil, das, weil du der Pumal Sand bist. Weil du der Helfer bist, persönlich bist. Stimmt. Überhaupt ist der Sprit leer. Ja, Da will ich jetzt nicht nachtanken bei den Spritpreisen. Kostet ja leider 2 Euro der Liter. Fahr mal tanken. Wo ist der Dunkstall? In Elm Creek in dieser 0850 Map von LS haben die ja schon vorher gesagt, wie teuer es wird. Weil bei dem war das auch schon so 2 Euro rum. So teuer. Also entweder du fährst in Stadt oder du fährst jetzt einmal in der in andere Richtung. Oder auch noch genau. Guck aber zuerst, wie teuer es ist. Mir wurscht. Ja, na gut, du bist die Österreicher. Du hast Geld. Ja, die haben das Geld. Ja, was ist es eigentlich aus der Box geworden, wenn ich fragen darf? Ja, ist doch echt so. Und wann kommt die Strafe? Ah, stimmt. Also ich glaube, wir Krisengame kommst mal hier hoch und dann kommt Matthias auch mal hier hoch und dann schlagen wir dich mal. Dafür, dass du deine Challenge nicht gemacht hast. Ja, dann sag mal die Adresse an, damit ich das Paket zustimmen kann. Jetzt ablenken, ja. Wo ist denn die Strafe? Ich warte auf meine GoPro. Wo ist die Strafe? Kenn ich keine. Was? Nix. Sag jetzt. Wo ist die Strafe? Wo bleibt die? Kenn ich nicht. Träum. Was? Träum bei der Strafe. Mach jetzt. Wo ist die Strafe? Wir wollen sie jetzt demnächst endlich machen. Ja, mal Rizzy Gamer. Bist du wieder still wie ein Baum? Was ist los? Ich glaube, das wird wohl nichts aus der österreichischen Süßigkeitenbox. Das ist mir scheißegal, ich will die Strafe. Das ist mehr wert als die Box. Wo ist die Strafe jetzt? Wann kommst du mit dem Schwader hier hoch? Ja, ich warte, ich sehe gerade, ich muss warten, bis der kommt. Ja, der steht wieder. Junge, was kann der eigentlich? Nicht viel. Ja, mehr wie du. Wer? Jetzt kann man sich jetzt wahrscheinlich raussuchen. Ah,
geil. Schön wegen am Gülle juggeln. Was nur 700 ja, Euro für Kraftstoff, das ist aber wenig. Wie viel? 755. Ach, fast ein Stäbchen, ne? Ja. Wie viel? 4 Liter? Steht ja nicht. Genug. Wie viel Liter? Genug. Ja, wenn der Helfer so viel sagt, dass er leer ist, also für ihn leer ist. Na, es war rot unten schon. Ja, für ihn leer ist das, scheiße. Wie viele Stunden hat der Kahn? Welcher? Der, wo leer war. 9 Stunden. Aber der wurde noch nicht getankt. Ah, alles klar, Digga. Hier. Nix. Hab nix gesehen. Mach doch nur Scheiße. Hab zu voll grad Snap geschaut. Wieso? Warum hast du deine Pickelstirn gesehen, oder was? Alter, halt's Maul. Bessi, wir machen ja keine Scheiße. Ich sag nur Kalksteuer, ne? Ah ja, da war ja was. Oder Güllefass. Jo. ja. Hey, komm mit da. Was, Hand, du musst den Flug auch runterlassen. Sonst hilft dir da nichts, wenn du den oben hast. Nicht umbringen, runterlassen. Was willst genau du so jetzt? Nicht losfahren. Alter. Komm her, du Klappspaten, Alter, dann regeln wir das einmal. Pflege. Ja. Ja, jetzt. Oh. Ja, aber. Oha. Wie fährst du überlappt, Alter? Nimm halt. Junge, was? Du hast Flügen gelernt, Alter. Rüber! Der steht doch da über, du kannst ja viel weiter. Oh, Alter, das kann man nicht anschauen. Ach, Scheiße. Schau dir das an, wie der passant fliegt, Alter. Jetzt hat er das raus. So, du musst fahren, sonst krieg ich Augenkrebs. Jetzt hat er das raus. Jetzt lässt er gleich noch stehen, weil er zu weit rüber fährt. Was macht. Was macht der Helfer eigentlich? Wir retten einen Passant hinterher. Junge, der fährt irgendwie. Der fährt hier irgendwo gegen Mülleimer, Alter. Hä? Achso, warum steht dein Auto? Jetzt macht er nur Rumumleuchten an, damit jeder weiß, dass er Spacken fährt, Alter. Mac Mac. Realismus kickt. Ja, normal. Realismus kickt immer. Der Moment, wenn man eigentlich komplett falsch gefahren ist, sag ich, du Moment, bitte. Mit dem Porsche, das sagst du? Industriegebiet. Ey, das ist ein ganz normaler Hof. Ich weiß nicht, was ihr dagegen habt. Langsam, Bruder. Ich bremste. Achso, du bist mit dem Zaun, okay. Nee, ich weiß nicht, Chrissy. Was hast du jetzt schon wieder gekauft? Meinen Traumschlepper. Also meinen zweiten. Junge, dann schwader halt das dann zumindest. Ich muss jetzt hier noch weiter sehen. Jetzt aber Junge, du stellst sowieso nur da, fährst sowieso nur dahin und stellst dir Hilfe ein. Es liegt immer um diese kackverdammte Kurve, wo die scheiß Laterne steht. Ja, warum fährst du dann auch da dran vorbei? Boah, komm, Riesen. Na, die ist so blöd. Das ist der Scheiße, das Ding wieder da. Naja, okay, sorry, der ganz normale Hof da. Der ganz normale Hof da. Ja. Nein. Du Profifahrer. So, Leute. Was macht denn die da vorne? Warte mal. Gar nichts. Alles gut. Boah, komm, leg mich doch. Ja, okay, ich fang dich jetzt, ich sag's dir. Ich schieß dich auch jetzt, sag ich, oder? Nein, ich sag's dir. Die ist 30.
Fahr doch mal zu! Ja, die Kurve schön genommen, alles Allah! Oh, jetzt Knackstelle! Ich würde danken, Auerhaus! Und wir. Aha! Maschallah, Bruder! Maschallah! Und weiter geht's! Ich seh's gleich wieder, wie scheiße da mit 20 Kammer vorbeischiebt! Nee, ich besuche hier gerade mal die Gärten. Ja, gut. Von dem ganz normalen Hof. Sitzt, oder? Ja, gut, ne. Wie komme ich denn hier wieder raus? Oh, Scheiße. Das frage ich mich auch gerade. Ah. Nein, doch. Oh. Ja, nein, ich Bankhaus. Ja, okay, ich kann nicht fahren. Ich weiß nur, was du machst. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung. Gerne ein Dislike da und ein D-Abo und schreibt ein böses Kommentar. Wow. Und dann schaut es zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, dich dabei.